Was geht ab, Leute? Heute zeige ich euch einen ganz leichten Weg, wie ihr 100.000 GTA-Dollar machen könnt und das in unter einer Minute. Und zwar empfehle ich hier für diesen kleinen Trick bei diesem Zeitrennen das Auto PR4, weil es Boost hat und das einzige Auto ist, was man benutzen kann bei Boost. Die anderen Autos funktionieren nicht, habe ich schon getestet. Also der Scramjet, der Vigilante und Oppressor MK2 erst recht nicht. Motorräder funktionieren auch. Es gibt natürlich auch andere Fahrzeuge, mit denen es geht, aber ich habe es persönlich mit dem PR4 geschafft. Und zwar wollte ich euch nur mal ganz kurz etwas zeigen. Wenn wir jetzt hier in das Auto einsteigen, jetzt hier reinfahren und das Rennen starten, können wir sehen, dass hier der Punkt ist. Ich habe jetzt schon eine Wegmarkierung gesetzt, aber normal ist hier gar kein Weg, Dings. Also wird kein Weg angezeigt. Und dann müssen wir selber markieren. Und ich bin diesen Weg 5-mal oder ein bisschen mehr sogar lang gefahren und habe es nie geschafft. Meine Bestzeit war, wo ich nicht einen Unfall hatte, wo ich perfekt durch bin, in einer Minute, 2 Sekunden leider länger. Und das ist einfach nicht möglich, den so zu fahren. Und dann habe ich mich erkundigt, also habe mir dort die Wege angeschaut und habe einen Weg gefunden, wie es 1000-mal schneller geht. Aber bevor ich euch diesen Weg zeige, halten wir kurz Dreieck, damit wir respawnen, wollte ich noch mal ganz kurz etwas sagen. Und zwar habe ich auch einen Solo-Dupe-Glitch. Wenn ihr diesen Solo-Dupe-Glitch oder einen Glitch, wie ihr ganz easy Millionen von Dings machen könnt, im Casino Coins, weiß gar nicht genau, wie das heißt, wie ihr ganz dieses machen könnt, ohne Verlust zu machen. Das heißt, wenn ihr im Verlust geht, bekommt ihr eure Jetons wieder. Ihr könnt kein Minus machen, wenn ihr das macht, genauso wie ich. Wenn ihr das sehen wollt und den Solo-Dupe-Glitch, dann lasst jetzt auf Ehre ein Abo da. Und wenn wir die 10 Likes schaffen, lade ich den Solo-Dupe-Glitch sogar heute noch hoch. So, Leute, fangen wir jetzt aber erstmal an mit dem Zeitrennen. So, Leute, jetzt zeige ich euch, wie der ganze Hase funktioniert. Ihr stellt euer Auto erstmal so nah an die Straße, wie es geht. Am besten, schauen wir mal ganz kurz, ich würde sagen, so hier. Ich werde euch jetzt die Rennstrecke zeigen, Leute. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, weil ich eine Sekunde zu spät bin oder so, dann habe ich halt nicht geschafft, ich werde es trotzdem hochladen. Dann wisst ihr ganz genau, wie es funktioniert. Ihr müsst auf jeden Fall alles, was ich jetzt mache, perfekt machen. Wenn ich jetzt alles perfekt mache, schaffe ich es. Wenn nicht, schaffe ich es nicht. Also, Leute, ihr stellt euch so hier hin, so möglich wie es geht, weg davon und an der Straße. Das reicht mir. Jetzt gebt ihr Gas und fahrt rechts gleichzeitig, so wie ich. Wenn ihr den Boost voll habt, das muss eigentlich sein, drückt ihr jetzt den Boost direkt, damit ihr direkt Fullspeed seid, damit wir direkt jetzt hier Gas geben könnt. Dann geht ihr jetzt vom Gas und biegt hier links rein, geht dann wieder an, also gibt dann wieder Gas, fährt direkt weiter, geht hier rechts. Das Auto hat genug Grip, ihr müsst keine Angst haben, springt hier runter, geht vom Gas, gibt in der Luft wieder Gas, müsstet hier so hier reinrutschen, wenn ihr Glück habt, landet ihr perfekt. Wenn ihr, oder ihr kommt auch direkt rein, also jetzt bei mir hat das sich irgendwie verdreht, aber wenn ich Glück habe, schaffe ich es sogar noch. Weil von der Zeit her ist es sogar noch machbar. Gehen wir jetzt, okay, zurück, bin ich nicht abgerutscht. Fullspeed, wir haben noch 20 Sekunden oder 18, jetzt weiß ich mehr wie viel. Jetzt ist mir auch egal, jetzt muss ich mich konzentrieren. Leute, wir schaffen es. Ich glaube, wir schaffen es. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, und ich hab's geschafft, Leute. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ihr könnt sehen, 101.000. Ich hab gedacht, wegen dem Crash jetzt am Anfang schaffe ich es nicht mehr. Aber ihr habt's gesehen, Leute, es ist kein Scam. Ich hab grad 101.000 gewonnen. Und jetzt fahre ich ganz kurz wieder zurück, Leute. Und dann könnt ihr sehen, dass wir das Rennen nochmal machen können. Nochmal ganz kurz, Leute, ich habe was vergessen zu sagen. Und zwar wundert euch jetzt nicht, warum es hell ist. Ich habe halt vergessen und es ist mir wieder eingefallen. Wenn ihr, sagen wir mal, das Rennen startet und ihr wisst, ihr schafft es nicht mehr, keine Sorge, Leute, ihr müsst da nicht immer zurückfahren zum Rennen. Oder ihr müsst nicht immer warten, wenn die Zeit vorbei ist und ihr es eh nicht mehr schafft. Ihr müsst dann einfach ganz einfach Dreieck gedrückt halten. Ich schaff's jetzt nicht mehr, ich halte Dreieck gedrückt, bam. Und dann spawnt ihr wieder hinten beim Punkt. Also nochmal, Leute, ich werde jetzt nochmal was ganz kurz sagen. Ich hoffe, wir schaffen 10 Likes, damit ich den Solo-Dupe-Glitch heute sogar noch hochladen kann. Wie gesagt, Leute, ihr könnt diesen Glitch so oft machen, wie ihr wollt. Ihr bekommt immer 100.000. Viel Spaß und haut rein!